good blaster, the right crew, and no jobs too big. Als Battlefront 2 im Jahr 2017 angekündigt wurde, war der Hype sehr groß. Die Trailer sahen genial aus und versprachen vor allem den lang erwarteten Clone Wars Content. Zudem war der Vorgänger aus dem Jahr 2015 ebenfalls ein gutes Spiel gewesen, welches im Laufe der Zeit immer besser geworden ist. Als dann aber die ersten Gerüchte über ein Lootbox-System bekannt wurden, begann bereits der tiefe Fall von Battlefront 2. Inzwischen ist dieses eine Problem beseitigt, aber dennoch bleibt das Spiel größtenteils leer. Versucht man nachmittags nämlich eine Runde zu finden, ist dies nahezu unmöglich. Doch wo liegt das Problem von EAs neuestem Star Wars Spiel? Hat man das Glück, einmal eine Runde zu finden, stößt man schnell auf das Problem, dass viele Runden sehr zäh oder gleich wirken. Nehmen wir als Beispiel dafür Kashyyyk. Hier ist es zu 99% nicht der Fall, dass die Republik die erste Phase gewinnt. Das gleiche gilt für Hoth, da in beiden Phasen große Panzer bzw. Läufer zum Einsatz kommen, welche einfach zu viel aushalten, als dass man sie in dieser kurzen Zeit zerstören könnte. So fühlen sich Runden aber auch im Allgemeinen sehr gleich an, meistens schafft man es nämlich immer wegen desselben Problems nicht, eine gewisse Phase zu meistern. Der Content war nach Release überhaupt kein Problem. Wir hatten eine gute Anzahl Maps, eine relativ gute Story-Kampagne und genügend Spielmodi. Und kurz darauf erwartete uns auch schon die erste Season, welche uns Content zu den letzten Jedi brachte. Auch wenn dort wesentlich mehr Content möglich gewesen wäre, störte es niemanden, da es zu diesem Zeitpunkt noch hieß, dass wir in 1-2 Monaten auch schon die nächste Season bekommen würden. Nun, 6 Monate später ist es endlich soweit. Der Trailer weiß wie immer zu überzeugen, aber für 6 Monate ist die Vielfalt an Content, welche wir bekommen, einfach nur inakzeptabel. Vor allem bei Solo hätten wir die Möglichkeit auf viele neue Maps und auch Helden haben können. Aber diese Chance wurde vermeintlich verspielt. Auch die Story wird scheinbar links liegen gelassen. Das letzte Story-DLC bekamen wir mit der ersten Season und diese Season ist wie bereits der erste Teil mit einem Cliffhanger zurück. Doch man darf die kleineren Spielmodi nicht vergessen, welche zwischendrin veröffentlicht wurden. Auch wenn dieses Spiel seine Probleme hat, dann auf jeden Fall nicht mit diesen. Denn diese bilden die wohl interessantesten und vor allem abwechslungsreichsten Erlebnisse, die das Spiel zu bieten hat. Kommunikation ist ein großer Punkt, wenn es um die Community geht. Es gilt nicht zu viel zu verraten, aber die Spieler trotzdem am Ball zu halten. Dies hat sich in der letzten Zeit um einiges verbessert, aber eben nicht genug. Denn weiterhin wird uns zu sehr vielen Fragen nur folgende Antwort gegeben. Dazu dürfen wir noch nichts sagen. Diese Antwort ist sehr frustrierend, denn dem Spieler wird somit die Hoffnung gegeben, dass all seine Wünsche in Erfüllung gehen könnten, aber bisher ist nichts dergleichen passiert. Versteht mich jetzt nicht falsch, Battlefront 2 ist keineswegs ein schlechtes Spiel. Vor allem in Sachen Design und Mechanics kann dieses Spiel auf voller Länge überzeugen, aber trotzdem hapert es an vielen Stellen. Viele Runden fühlen sich nun mal zu gleich an und es gibt zu wenig Content für die Tatsache, dass uns große monatliche Erweiterungen versprochen wurden. Früher baute man auch auf kostenpflichtige DLCs, welche monatlich erschienen und das hat mir wesentlich besser gefallen, da man so wenigstens stetig neuen Content erhielt. Somit kann ich das Spiel meistens auch eben nur zu später Stunde spielen, da dieses Spiel scheinbar täglich Spieler verliert, solange seine Probleme weiterhin existieren. Aber was denkt ihr? Spielt ihr das Spiel wirklich noch aktiv und was haltet ihr von meinen angesprochenen Punkten? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video.